Hallo, mein Name ist Hubert Schreiner und im folgenden Video möchte ich zeigen, wie man im MUM BIM Booster in der Auswertung Reports anpassen kann. Wie man also Attribute oder eigene Attribute in die Berichte mit einbauen kann. Und dazu starte ich natürlich zunächst die Auswertung und beispielhaft werde ich eine Türliste verwenden. Es gibt ja etliche Vorlagen und ich wähle mir eben die Vorlage, die meiner neuen Liste am ähnlichsten sein sollte, und ich verwende die MUM-Türliste zum Beispiel Typ und Raum. Wir schauen uns zunächst diese Liste einmal an, wie die aussieht von der Formatierung her, welche Daten sind dort beinhaltet, und dann schauen wir uns an, wie wir diese umbauen können. Also hier sieht man also die Liste mit Ebenen, Türnummer, Raumnummer etc. Und ich möchte jetzt eben hier um eine Spalte ergänzen, erweitern, und zwar möchte ich gern mein Attribut Kommentare aus meinen Revit-Daten hier noch integrieren. Dazu schließe ich die Excel-Tabelle noch einmal und gehe direkt aus der Auswertung, springe ich direkt hier über diesen gelben Ordner in meinen Vorlagen-Ordner, wo meine Standardberichte abgelegt sind. Und dort benutze ich eben die MUM-Türliste Typ Raum. Und zunächst werde ich diese kopieren und eben nicht die Original verwenden. Am besten, wenn man vielleicht dann den Büroname vorne mit dran stellt. Ich verwende das mal als Büro-Türenliste. Kopie könnte man hinten dann wegmachen. Einfach so umbenennen, wie Sie die Liste haben möchten. Dann öffne ich die Liste, die XLT-Datei, um diese zu bearbeiten. Die Vorlagen bestehen aus zwei Tabellenblättern, einmal aus dem eigentlichen Report, was wir hier sehen, und aus einem Dev-Blatt. Dieses steuert den Bericht in Sachen Formatierung, Gruppierung, Summenbildung etc. Viele Funktionen, die man hier benötigt, um einen Bericht zu bauen oder umzubauen, finden Sie ganz einfach in einer Hilfedatei. Und zwar, wenn Sie auch da am besten aus der Auswertung direkt in die Vorlagenordner springen und dann aber zurück navigieren bis in den Ordner BIM Booster mit der Jahreszahl STD DOI. Und in diesem Verzeichnis DOI, da gibt es eine Hilfedatei, die Listengeneratorfunktionen, und ich werde diese kurz öffnen, um das einfach mal zu zeigen. Hier sehen Sie verschiedene Funktionen zum Sortieren, zum Gruppieren, Summenbilden etc. Also wenn man größere Dinge in der Liste ändern möchte, dann sollten Sie sich diese Hilfe einfach mal ausdrucken, durchlesen. Die hilft dann doch, diese Berichte einfacher anzupassen. Zurück aber zu unserem Bericht. Ich möchte also ein neues Attribut, und das geht sehr einfach, denke ich. Und zwar trage ich hier im Dev-Blatt einfach meinen Attributname ein. Hier ganz wichtig die Schreibweise beachten, dass man sich nicht vertippt, ansonsten kann es natürlich nicht funktionieren. Also hier sollte exakt der Attributname stehen. Und dann habe ich einfach die Formatierung aus der vorigen Spalte jetzt erweitert, damit ich dieselbe Darstellung im Tabellenblatt habe. Hier könnte man natürlich jetzt einen Dummy-Text eintragen und Formatierungen vornehmen, links, rechts, bündig, fett, unterstrichen, rot, blau, grün, was auch immer gewünscht wird. Dann werde ich noch zu meinem Report wechseln, und auch dort werde ich das so machen, dass ich einfach die Spalten erweitere und hier aus der Feuerwiderstandsklasse, das werde ich eben auch umbenennen zu den Kommentaren oder zum Attribut Kommentare. Auch da habe ich die Formatierung einfach mitgezogen in der Überschrift, und das war es im Prinzip schon. Also jetzt habe ich im Dev-Blatt das Kommentar hinzugefügt und auch hier im Report. Und ich werde diesen Bericht einfach jetzt speichern, diese XLT-Datei schließen und in meiner Auswertung natürlich einmal jetzt entweder das Tool Schließen öffnen, oder aber man hat hier die Möglichkeit, über diese zwei grünen Pfeile die Vorlagen neu einzulesen, also zu aktualisieren, damit ich jetzt hier auf die aktuellen Listen zurückgreifen kann. Und jetzt taucht auch hier meine Büroliste auf. Und ich rufe diese direkt auf. Man sieht, ich habe in den Kommentaren F90 und Test reingeschrieben. Und diese Werte sollten jetzt gleich in der Liste auftauchen, wenn alles funktioniert hat wie geplant. Genau. Also hier sieht man jetzt in unserer Vorlage, gibt es eine neue Spalte, Kommentare. Und hier stehen meine Werte drin, die ich jetzt eben diesen Türen zugewiesen habe.
In einem weiteren Video werde ich zeigen, wie man Attribute oder wie man das vorbereiten kann, dass man diese Werte auch wieder zurückspielen kann ins Revit.